Es ist ein Riesenpuzzle, das die Mitarbeiter der Uni Göttingen hier wieder zusammensetzen. Riesen, nicht etwa, weil es so viele Teile sind, das sind nur 123, sondern weil die Teile des Göttinger Pottwalskeletts riesig sind. Hier nur mal die Seitenflosse, anatomisch das gleiche wie die menschliche Hand von Präparator Carsten Wortmann. Sie sehen hier die Knochen der Finger, das sind die Fingerknochen, das sind die Handwurzelknochen, das ist Unterarm, Elle und Speiche und das ist der Oberarm. Und wenn ich meine Hand hier drauflege, dann sehen Sie da eine ganz große Ähnlichkeit. Also Säugetieranatomie, so eine ganz klassische, typische Säugetieranatomie. Das Skelett des Göttinger Pottwals musste vor 4 Jahren aus dem Zoologischen Museum raus, weil es renoviert wurde. Also alles auseinandernehmen, alles wieder hübsch sauber machen, denn es war ja schon fast 20 Jahre ausgestellt. Jetzt ist das Museum fertig, also alles wieder zusammenbauen. Für Carsten Wortmann, der den Wal vor über 20 Jahren schon mal zusammengesetzt hat, aber kein Problem. Das macht wirklich Spaß, denn das ist ja auch ein interessantes Tier. Ne? Aufgrund der Größe seiner Knochen und der speziellen Walanatomie. Und es ist auch eine Herausforderung, das Tier jetzt für eine hängende Montage zusammenzubauen. Die Gedanken, die man sich machen muss, die Überlegungen zur technischen Konstruktion, das hat ja mit Anatomie nichts zu tun, sondern wie hängt er da sicher? So schön das Skelett des Pottwals jetzt auch wieder ist, seine Geschichte ist eher traurig. Die Knochen stammen nämlich von einem von 3 Pottwalbullen, die sich 1998 offensichtlich in die Nordsee verirrt hatten und vor St. Peter-Ording gestrandet sind. Da sind sie verendet. Einer von ihnen wurde damals präpariert und nach Göttingen gebracht. Das Skelett, 15 Meter lang, 1,2 Tonnen schwer, allein der Kopf wiegt 500 Kilo. Das Problem ist wirklich, dass man die ganzen Sachen stemmen muss. Also man muss immer mit mehreren Personen irgendwie da sein und einen Knochen halt halten. Und die Knorpel, die wir nicht wissen, wie die genau saßen. Also wir müssen immer gucken, wie der Abstand genau zwischen den Rippen gewesen sein könnte. Also es ist... ja, wie gesagt, sowohl ein ästhetisches als auch ein anatomisches Problem. Jetzt soll das Skelett im neuen Forum Wissen in Göttingen wieder ausgestellt bzw. ausgehängt werden. Diese Skelette zeigen uns nochmal diese wahren Dimensionen. Und das ist etwas, was man sich, wenn man die nicht mal lebend gesehen hat, dieses Tier einfach nicht vorstellen kann, wenn man da drunter steht. Und man muss auch diese Dimensionen einmal sehen, um zu erkennen, was das auch, eigentlich auch für ein Akt ist, diesen Wal da reinzubringen und umzuziehen und dort hochzuziehen und auszustellen. An sich ist halt auch, wird auch ein Abenteuer, aber das haben wir jetzt ja gut geplant. Im Januar soll das Skelett von dieser Uni-Werkstatt zum Forum Wissen transportiert werden. Wie es da reinkommt, das wird eine neue Herausforderung.